Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns. Ich bin der Olli und das hier ist die dritte Ausgabe Hollywood. Ja, ich dachte, ich schieb mal wieder ein Letterboxd Diary hinterher. Denn A, habe ich im Februar nicht besonders viel geguckt, deshalb wird das hier eine relativ kurze Ausgabe. Und B, habe ich dieses Wochenende einiges vor, also für meine Verhältnisse zumindest viel vor. Und komme deshalb wahrscheinlich nicht dazu, groß was anderes zu produzieren. Und dachte mir, ja, besser jetzt so eine kurze Folge Hollywood als gar nichts, ne? Ja, zu dem, was ich vorhabe, wird es vielleicht sogar auch noch ein Video geben. Da weiß ich aber natürlich noch nicht, ob das klappt. Werdet ihr dann aber in den nächsten Tagen sehen, falls der Fall sein sollte. Ansonsten sei dazu gesagt noch vorher, dass ich ja jetzt, wie gesagt, im Februar nicht viel geguckt habe. Deshalb wird es ein bisschen weniger Inhalt geben, denn ich habe diesen Monat dann bisschen was für YouTube produziert, wie ihr wisst, und habe dann auch ein bisschen mehr gezockt als Filme geguckt und YouTube auch konsumiert. Von daher, ja, wie gesagt, weniger Filme diesen Monat als im Januar. Ja, und da wir jetzt ja gerade am Anfang März sind, dachte ich mir, schadet es auch nicht, jetzt hier den Diary für Februar jetzt möglichst zeitnah hinterherzuschieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das in Zukunft immer so machen werde. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde. Möchtet ihr gerne, dass ich regelmäßig dann mein Letterboxd Diary hier vorstelle? Würde mich interessieren, ne? Weil wenn nicht, dann kann ich mir das auch sparen. Wobei es wäre schön, wenn, weil die sind ja relativ, ja, ich sag mal, unaufwendig, was die Vorbereitung angeht. Weil das Diary führe ich ja so oder so. Ne? Deshalb, ja, würde mich interessieren, was ihr meint dazu. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir doch direkt zum Diary und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. So, da wären wir auch schon auf meinem Letterboxd-Profil. Und da gehen wir jetzt mal durch. Wie ich gerade schon gesagt habe, waren es diesen Monat nicht so viele Filme, die ich gesehen habe. Und zwar war der erste Pig. Ich glaube, ich habe ihn an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt. Es ist ein Film mit Nicolas Cage und endlich mal wieder ein guter. Als er erschienen ist, wurde er scherzhaft hier und da als John Pig bezeichnet, denn es geht um John, nicht John, um Nicolas Cage, der als Einsiedler allein im Wald lebt, zusammen mit einem Trüffelschwein und damit sein Geld verdient, indem er ja, Trüffel sucht. Und dieses Schwein wird eines Tages entführt und Nicolas Cage macht sich dann auf, sein Schwein zurückzubekommen. Und es ist nicht, wie man eventuell erwarten könnte, ein Rachefilm, ein Rachefeldzug mit Action, sondern es ist ein sehr ruhig erzähltes Drama, eine Art Roadmovie. Es geht um Freundschaft, um ja, persönliche Träume und wie man sie in die Tat umsetzt oder wie man sein Leben gestaltet. Ja. Ein schöner Film, wie ich fand. Wie ihr seht, 4 Sterne habe ich ihm gegeben. Man muss sich aber darauf einlassen, beziehungsweise muss wissen, dass man hier keinen Actionfilm kriegt. Ja, für mich die beste Darstellung von Nicolas Cage seit Jahren und kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Dann der nächste Film war am 5. Februar Till Death, ein ja, Thriller mit Megan Fox in der Hauptrolle. Nichts Großartiges, also war ein solides Ding. 2,5 Sterne habe ich ihm gegeben. Ja, also ich habe durchaus schlechtere schon gesehen, aber auch bessere. Grob zusammengefasst geht es um Megan Fox, die mit ihrem Mann den Hochzeitstag in einer abgelegenen Hütte oder in einem abgelegenen Haus an einem zugefrorenen See verbringt. Und ja, am Morgen nach dem Hochzeitstag aufwacht und eine böse Überraschung erlebt. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten. Ich habe den Film auch relativ blind gesehen. Also ich hatte den Trailer auch hier wieder vor langer Zeit mal gesehen und hatte ihn als, ja, kann man mal gucken, abgespeichert, wusste aber nicht mehr viel. Also er birgt jetzt keine großen Überraschungen, aber wenn man nicht weiß, was einen erwartet und wenn ihr den Trailer nicht guckt, dann ist das denn, denke ich, der Fall. Dann, ja, kann man den schon machen, würde ich sagen. Nächster Film war am 11.2. Jabberwocky. Das war ja ein Fehlkauf in Anführungszeichen, weil ich habe ihn geliehen bei Amazon Prime. Und zwar habe ich ihn geliehen und dachte dabei aber an einen anderen Film, den ich eigentlich gucken wollte. Und zwar wollte ich ursprünglich gucken Der Drachentöter, glaube ich, The Dragon Slayer mit, oh Gott, wie heißt er?
Jetzt fällt mir der Darsteller nicht ein. Hier John Cage aus Ally McBeal. Oder hier bei Ghostbusters 2 Janosch Poha. Peter McNichol. So, Peter McNichol spielt da einen jungen Knappen, glaube ich, der halt zum Drachentöter wird. Den wollte ich immer mal gesehen haben und habe ihn, wie gesagt, mit diesem hier verwechselt. Bei Jabberwocky handelt es sich aber um einen, ja, Mittelalter-Fantasy-Comedy-Film in Anführungszeichen von Terry Gilliam, einen der Monty Python-Macher. In der Hauptrolle auch Michael Palin von Monty Python. Und ja, also leider erreicht es nicht die Klasse der Monty Python-Filme. Also wer jetzt sowas erwartet wie Ritter der Kokosnuss oder so, wird da enttäuscht, so wie ich. Ich hatte auf sowas gehofft, aber er ist nicht annähernd so lustig. Also er hat Humor durchaus, ist so eine gewisse Parodie auf so typische Mittelalterfilme, weil es ist alles schmutzig und nicht so prunkvoll am Hofe, wie man das aus anderen Filmen gewohnt ist. Aber wie gesagt, er hat mich ja nicht so richtig überzeugt. Ich bin sogar eingeschlafen am Ende. Das mag auch an der Uhrzeit gelegen haben. Ich habe ihn dann am nächsten Tag zu Ende geguckt. Es waren auch nur so 5 bis 10 Minuten, die mir gefehlt haben. Die Special Effects, wenn überhaupt vorhanden, sind halt recht spärlich. Der hatte auch ein kleines Budget. Ja, also man kann ihn gucken, aber man sollte jetzt keine Monty Python-Klasse erwarten, auf jeden Fall. Von daher war es dann doch eine Enttäuschung für mich allein schon, weil es der falsche Film war und dann, ja, konnte auch da nicht so richtig abliefern. Soll es aber jetzt gewesen sein zu dem Film. Dann am 12. Februar, The Unholy. Auch der war jetzt leider nicht das Gelbe vom Ei. Mit, Gott, auch hier fällt mir wieder der Name des Hauptdarstellers nicht ein. Walking Dead-Gucker kennen ihn als Negan. Oder er hat bei Watchmen den Comedian gespielt. Wie heißt er denn? Jeffrey irgendwas, glaube ich. Ich könnte nachgucken. Ich gucke einfach mal nach. Letztes Mal habe ich es ja dann auch hier und da gemacht. Und zwar haben wir. Na, jetzt lädt er natürlich etwas langsam. The Unholy. Jeffrey Dean Morgan. So, kann ich auch wieder beruhigt schlafen. Jeffrey Dean Morgan in einem Mystery-Thriller-Gruselfilm. Ja. Der jetzt ein bisschen ungewöhnlich erzählt ist, im Vergleich zu anderen, ist so in gewisser Weise auch eine Satire, in Zügen auf Religion und Glauben an sich, aber reißt einen jetzt nicht vom Hocker, hat dann nachher die üblichen Jumpscares und so weiter. Ja, also solide Gruselunterhaltung, aber mehr auch leider nicht. Hatte ich für 99 Cent geliehen und ja, konnte ich verkraften, aber. Wenn er umsonst ist, würde ich sagen, kann man mal reingucken, aber erwartet jetzt nichts Großes. Dann der nächste Film am 13. war Lupin the Third, the First. Der erste 3D-Animationsfilm aus der Lupin-Filmreihe. Ja, hier 3,5 Sterne, aber auch hier muss ich wieder dazu sagen, einer der Fälle, wo ich einen halben Stern Bonus gegeben habe, allein weil er technisch halt hervorragend gemacht ist. Er sieht sehr gut aus. Inhaltlich hat er mich aber so ein bisschen enttäuscht, weil er doch ein bisschen ruhiger erzählt ist als sonst. Also man hat viele Dialogszenen, wo nicht viel passiert. Und von Lupin erwarte ich mir persönlich eher lustige Actionsequenzen, so Indiana Jones-mäßige Abenteuer-Stories. Die hat man hier in Zügen, aber also ich möchte jetzt auch nicht zu sehr auf den Inhalt eingehen. Aber so richtig überzeugen konnte er mich leider nicht. Wie gesagt, halber Bonus, Stern für die Technik, die hervorragend ist. Aber da war wieder hervorragend. ja, also kann man auf jeden Fall gucken, aber leider nicht der ganz große Wurf, den ich mir erhofft habe. Dann kam als nächstes am. Oh, da haben wir eine große Lücke. Ja, ja, dazwischen habe ich dann doch etwas mehr YouTube produziert und geguckt und auch hier und da ein bisschen gezockt. Deshalb diesen Monat halt nicht so viel, wie gesagt. Ein Stand-up-Special auf Netflix. Ellie Wong, Don Wong. Ihr seht 3 Sterne. Also ich habe von Ellie Wong schon mindestens 2 andere Specials gesehen, die es, glaube ich, auch beide bei Netflix gibt, die ich aber in meiner Erinnerung zumindest, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, besser fand. Also es war ein gutes Special, kann man durchaus gucken, war lustig, aber hat jetzt nicht so die,
ja, die Highlights gab wie die anderen eventuell. Also die anderen habe ich stärker in Erinnerung. Ja, wer Eli Wong kennt, kann mal reingucken, oder wer sie nicht kennt und kennenlernen möchte, natürlich auch. Da solltet ihr dann aber vielleicht die älteren Specials zuerst gucken, meiner Meinung nach. Also die fand ich stärker als dieses hier. Und natürlich auch hier wieder am besten der englischen Sprache mächtig sein. Und ansonsten gibt es bei Netflix, glaube ich, immer Untertitel, aber ja, ich weiß nicht, ob das dann funktioniert. Könnt ihr natürlich mal ausprobieren. Und dann gehen wir, glaube ich, auch schon zum Ende hin. Ah ja, am gleichen Abend noch habe ich A Taxi Driver gesehen. Auch den hatte ich mir geliehen für 99 Cent. Doch schon aus dem Jahre 2017, ist mir aber bis vor kurzem unter dem Radar durchgeflogen, sage ich mal. Basiert auf wahren Begebenheiten ist die Geschichte eines Taxifahrers, der einen deutschen Journalisten in ein Krisengebiet fahren muss oder fahren will, obwohl er nicht so richtig weiß, worauf er sich einlässt, denn er schnappt den Job jemand anderem weg und freut sich einfach nur über das hohe Honorar, was er bekommen soll für die Fahrt. Ja, und die beiden geraten dann also zwischen die Fronten von Studenten, aufständischen Studenten und dem Militär. Ja, wie gesagt, basiert auf einer wahren Geschichte. Kann man danach gerne wieder nachlesen, so habe ich es auch gemacht. Hat hier und da gewisse Freiheiten. Das hat aber historische Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Der Hauptdarsteller ist der gleiche wie in Parasite. Liefert auch hier eine gute Darstellung ab. Und der deutsche Journalist wird von Thomas Kretschmann, Kretschmann, glaube ich, ja, dargestellt, auch gut. Und ja, geht etwas lang, 2,5 Stunden, glaube ich, so ungefähr, aber langweilt nicht. Also gutes Pacing, hat durchaus komödiantische Einlagen hier und da. So dieses Zwischenspiel zwischen den verschiedenen Charakteren ist ganz gut. Oh, Polizei, Sekunde. Ja. Und ja, ist interessant insofern, dass man was über die Geschichte lernt. Also über dieses Ereignis wusste ich vorher eigentlich nichts. Ich glaube, die Ereignisse spielen 1980, also da war ich gerade erstmal ein Jahr auf der Welt, noch nicht mal. Also von daher Taxi Driver, also eine Mischung aus Historiendrama und leichter Komödie. Guter Mix auf jeden Fall. 4 Sterne von mir. So, dann, ja, jetzt kommen wir zu einer Enttäuschung. Buffy the Vampire Slayer. Habe ich oft gehört, dass es ein Kultfilm sein soll. Ich habe tatsächlich die Serie damals nicht geguckt. Also hier und da mal eine Folge, vielleicht am Anfang, hat mich aber nicht so richtig mitgenommen. Nachher wurde mir das zu soapig, als es dann noch Angel und wie sie alle hießen gab. Also war nicht meins tatsächlich. Und jetzt hatte ich halt den Film, auf dem die Serie beruht, hatte ich mir bei Mediamarkt mitgenommen, weil er für 2, 3 € auf dem Wühltisch lag. Und ich dachte, ja, dann guck doch den mal. Wenn es ein Kultfilm ist, ist er wahrscheinlich lustig. Fand ich jetzt leider gar nicht. Also ich habe ihn mit dem Kumpel geguckt, wir waren beide nicht besonders angetan. Er hatte früher, Grüße an Michael, ne, wenn du das sehen solltest, er hatte früher die Serie geguckt und war auch ein Fan. Hat, glaube ich, sogar die DVDs zu Hause, wenn ich mich recht entsinne, aber fand den Film jetzt hier auch nicht besonders gut. Er ist gut besetzt, er hat unter anderem Donald Sutherland als den Ausbilder von Buffy und Rutger Hauer als den bösen Obervampir. Und beide funktionieren für mich und auch für meinen Kumpel nicht besonders, muss ich sagen. Also es wirkt alles unfreiwillig komisch und billig und auch nicht besonders lustig. Buffy und ihre Freundinnen sind gerade am Anfang alle komplett unsympathisch. Das bessert sich auch nicht besonders während des Films. Buffy wird ein bisschen besser, wobei das jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar ist in der Entwicklung der Figur, fand ich. Also sie trainiert und wird dadurch auf einmal ein bisschen weniger Tussi. Warum auch immer. Ja, also ich fand die nicht besonders gut, wie man sieht. 1,5 Sterne und kann mir den Erfolg nicht erklären. Also wie man dann damals darauf gekommen ist, ja, lass uns davon jetzt eine Serie machen. Also keine Ahnung. Vielleicht, weil die Rechte günstig zu haben waren. Und ich glaube, Joss Whedon hat damals nur produziert und vielleicht wollte er einfach seine Vision von Buffy dann umsetzen, was beim Film vielleicht nicht so richtig geglückt ist aus Gründen, vielleicht wollte das Studio was anderes als er, keine Ahnung. Kann natürlich alles sein, ist mir auch egal, der Film war halt nichts für mich. Auch genug zu Buffy. So, und dann 27. Ah, genau, den habe ich dann abends noch hinterher geguckt, als mein Kumpel schon nach Hause gefahren ist. Denn er ist A, kein Horrorfreund, B, musste er seinen Zug kriegen.
Und ich musste ihn halt an dem Abend noch gucken, weil meine Leihfrist aber abgelaufen ist. Das schaffe ich irgendwie immer bei Amazon Prime, wenn ich mir für 99 Cent was leihe. Man hat ja 30 Tage Zeit, aber in dem Fall hatte ich dann irgendwie drei Filme noch und 2 Tage Zeit. Malignant, ein Horrorfilm, den ich doch ganz unterhaltsam fand auf jeden Fall. Also er ist ein bisschen trashig. Ja, so eine Art B-Movie teilweise, aber er hat auch hier wieder einen halben Stern Bonus bekommen, weil er doch recht charmant ist, wie ich fand. Also, dass er sowas macht. Also, er ist jetzt nicht das gewohnte Grusel-Horror-Kino, was man sonst von Blumhouse kennt. So hier, wie heißen sie alle? Conjuring und Konsorten. Der macht hier doch einiges anders und drückt ganz schön auf die Tube nachher, ist sehr abgedreht. Und das mochte ich dann auf der einen Seite wieder. Also ist jetzt nicht besonders gruselig, er ist auch recht vorhersehbar hier und da. Aber das, was er dann macht nachher mit Spaß vor allen Dingen, wie man merkt, fand ich okay. Also hat mich unterhalten und halben Bonusstern, wie gesagt, für die Eier, die er hat, wie man so schön sagt, sowas dann im Mainstream-Kino abzuziehen. Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, auch schon zum letzten Film. Jawohl, am 28. Februar, Der Mauritanier. Ja, ein Drama, basiert auch wieder auf wahren Begebenheiten über einen jungen Mann, der aus Gründen in Guantanamo landet. Ohne Anklage, wie so oft, wie man ja später gehört hat. Und da auch einige Jahre in Gefangenschaft sitzt. Und der Film startet dann damit, dass Jodie Foster eine Anwältin spielt, die ihn quasi pro bono seinen Fall übernimmt. Und ja, die Gegenseite wird vertreten dann von Benedict Cumberbatch, der also den Ankläger spielt auf Seiten der USA. Und ja, der Film ist recht lang, auch hier über 2 Stunden. Ist jetzt auch nicht besonders spannend. Ich habe ihm jetzt auch hier wieder einen halben Stern Bonuspunkte gegeben, weil ich das Thema wichtig finde. Finde ich gut, dass das behandelt wird in dem Film. Aber ich sag mal so, spannungsmäßig, der Film steuert dann so auf einen Höhepunkt zu, auf einen, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es passiert dann gegen Ende des Films etwas, also mehrere Figuren erlangen gleichzeitig Erkenntnisse, wo man dann als Zuschauer denkt, ja, okay, das wusste ich aber auch doch vorher schon oder war mir bewusst, das war damals vielleicht nicht so, aber der Film ist von 2021. Also ja, man hat also jetzt keinen großen Aha-Moment. Die Figuren halt, aber der Zuschauer nicht. Deshalb da nicht viel Spannendes, es ist gut gespielt auf jeden Fall, aber ja, man sollte sich da jetzt keinen spannenden Thriller erwarten. Es ist halt, wie gesagt, Drama und gut gespielt und gut gemacht, aber mehr leider auch nicht. Aber ein wichtiges Thema, wie ich finde, und habe mich danach auch ein bisschen wieder mal eingelesen über die Hauptfigur. Ich habe seinen Namen vergessen, Mohamed Du, glaube ich. Nagelt mich nicht fest, was dem Mann halt wirklich passiert ist, alles und wie es danach weiterging. Also, das muss ich sagen. Man hat am Ende, der Film hört auf und dann kommen noch so Texttafeln hinterhergeschoben, wo du denkst, fuck. Ne? Aber ja, ich will, wie gesagt, nicht zu viel verraten. Guck den vielleicht, wenn er mal bei Prime jetzt umsonst im Programm sein sollte oder woanders. Also wer so Gerichtsdramen und ähnliches mag, der ist da gut aufgehoben, würde ich sagen. Und die Darsteller reißen halt auch viel raus. Ja, und das war es auch schon. Wie gesagt, der Februar, wie ihr seht, war jetzt nicht so besonders voll mit Filmen bei mir. Und mal gucken, ob es im März dann besser wird. Ja, ansonsten sage ich zum Ende nochmal Entschuldigung. Und außerdem danke fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.